Die Unterschiede zwischen den beiden Operationsgruppen, wenn man das so nennen kann, sind in der visuellen Rehabilitation oder einfacher gesagt, wie schnell man nach der Behandlung gut sieht. Nach einer Fremdolasik-Operation sehen Sie bereits nach ein paar Stunden sehr gut, wobei nach einer Lasik-PRK-Operation haben Sie zunächst mal 2 bis 3 Tage Schmerzen. Und anschließend schwankt das Sehen bis zu 3, 4 Monaten. Natürlich kann das auch früh auftreten, dass Sie sehr gut sehen. Aber der Heilungsprozess bei der LASIK-PRK-Operation ist wesentlich länger. Das Endergebnis, wenn man die beiden Gruppen vergleicht, ist ident. Es ist nur einfach eine Frage der Zeit, wie schnell man dieses Endergebnis erreicht.